Seid gegrüßt. Wir reagieren heute auf eine AfD-Bundestagsrede von Gerrit Huy. Das ist eine Abgeordnete der AfD, wie ich gerade schon gesagt habe. Und wir schauen uns an, was sie zum Mindestlohn zu sagen hat. Und da stellt sich aber die Frage, ist die AfD eine soziale Partei, die eine Erhöhung der Löhne fordert? Wir werden uns das im Folgenden ansehen. Frau Präsidentin, liebe Besucher, also dazu sollte man wahrscheinlich sagen, die Linke hat eine Anhebung des Mindestlohnes auf 14 Euro beantragt. Und ja, da würde man ja erwarten, dass eine Partei, die auf Seiten der Arbeiter steht, dass die das erstmal auf jeden Fall befürwortet. Werte Kollegen, die Linken wollen mal wieder den Mindestlohn erhöhen, zum wiederholten Mal in diesem Jahr. Es ist ja bekannt, dass die Linke nie danach fragt, wie die guten Gaben, die sie so gern verteilen möchte, denn eigentlich finanziert werden sollen, außer dass sie es den Reichen wegnehmen möchte. Also das kann man sich jetzt auch mal fragen, wie soll das finanziert werden? Wir hatten ja in Deutschland in den letzten Jahren ein riesiges Wirtschaftswachstum und da kann man sich jetzt mal anschauen, wie wurde das verteilt? Nun, die Unternehmenseinkommen, also die Gewinne der Unternehmen, sind deutlich stärker gestiegen als die Löhne, die die Durchschnittsbevölkerung erhalten hat. Das heißt, die Gewinne der Unternehmen wurden dadurch finanziert, dass die normale Bevölkerung von diesem zusätzlich erwirtschafteten Geld nichts abbekommen hat, beziehungsweise deutlich weniger abbekommen hat als die Unternehmer. Also, wir haben in den letzten Jahren riesige Unternehmensgewinne gesehen und da hat niemand gefragt, wie die finanziert werden sollten. Firmen, die viele Mitarbeiter im Mindestlohn beschäftigen, mit einer neuerlichen Erhöhung um fast 17% zurechtkommen sollen, kümmert die Linke nicht. Gehören aus ihrer Sicht... Da hat gerade einer einen guten Zwischenruf gemacht, EU-Richtlinie. Die EU schreibt Mindestlohn von, also ist bald vorgeschrieben, dass bald Mindestlohn von 60% des Durchschnittseinkommens kommen soll. Das wären in Deutschland ungefähr 14 bis 15 Euro. Das heißt, allein wegen dieser EU-Richtlinie wird Deutschland sehr bald seinen Mindestlohn wahrscheinlich erhöhen müssen, wenn es nicht gegen EU-Recht verstoßen will. Wahrscheinlich auch alle den Reichen. Mittelstandsgerecht ist dieser Vorschlag definitiv nicht. Wir erinnern uns, in den letzten Monaten wurde der Mindestlohn bereits um 25% erhöht. Ja, aber dafür hatten wir eine riesige Preissteigerung. Diese Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro, die wurde ja durch den Preisschock, der wegen dem Wirtschaftskrieg gegen Russland so hart ausfiel, diese Mindestlohnerhöhung wurde ja größtenteils schon wieder aufgefressen. Anfang soll jetzt weitere 16,7% dazukommen. Das macht eine Gesamterhöhung in 2 Jahren um 46% aus. Das ist abenteuerlich. Diese Forderung ausgerechnet in... Ja, eine Erhöhung der Mindestlohn, der 2015 eingeführt wurde, oder roundabout so in dem Zeitraum, der war damals deutlich zu niedrig. Der hat damals auch schon Armutslöhne bedeutet. Es gab von der Linksfraktion im Jahr 2018 war das, glaube ich, eine Anfrage. Da hat sie gefragt, wie lange müsste ein Beschäftigter arbeiten, damit er von seinem Mindestlohn eine Rente im Alter hätte, die höher als Grundsicherung wäre. Also jetzt keine gute Rente, sondern nur eine Rente, die quasi nicht so gering wäre wie jemand, der noch nie gearbeitet hat. Und das Ergebnis war bei 40 Beitragsjahren, dass jemand einen Mindestlohn von 12,63 Euro bekommen müsste. Also im Jahr 2018 schon ein Mindestlohn von 12,63 Euro. Wenn man das bis heute fortsetzt und da das Preisniveau Steigerung des Preisniveaus oben draufschlagen würde, dann wäre man heute bei 14,44 Euro. Also eigentlich müsste der Mindestlohn jetzt schon bei 14,44 Euro sein. Die Linke fordert nur eine Erhöhung auf 14 Euro. Das ist also noch sehr gemäßigt. Und das bedeutet, also selbst ein Mindestlohn von 14 Euro bedeutet tatsächlich immer noch Armutslöhne. In Zeiten zu stellen, in der die Konkursrate dramatisch angestiegen ist, sie liegt zurzeit deutlich über dem Vor-Corona-Niveau, ist völlig deplatziert. Wir von der AfD wünschen uns... Ist völlig deplatziert. Also jetzt muss man sich erst mal fragen, was passiert, wenn der Mindestlohn erhöht wird? Ja, ganz einfach. Die Unternehmen werden dann ihre Preise erhöhen. Also wenn ich mehr höhere Lohnkosten habe, dann werde ich versuchen, das auf meine Preise aufzuschlagen. Wenn ich bisher keine großen Gewinne gemacht habe. Also es kann auch natürlich auch sein, dass ich meine Gewinnmarge senke, aber kein Unternehmen wird freiwillig Verlust machen. Und jetzt könnte man mal fragen, aber das können doch nicht alle Unternehmen, die stehen doch im Wettbewerb. Also das wäre jetzt das Gegenargument, was da immer kommen wird. Und da muss man sagen, nein, also jedes Unternehmen muss ja dann die höheren Löhne zahlen. Das heißt, wenn ein Bäcker seinen Verkäufern jetzt plötzlich Mindestlohn zahlen muss, dann muss der Bäcker, der 2 Straßen weiterverkauft, seinen Verkäufern auch Mindestlohn zahlen. Das heißt, an den Wettbewerbsbedingungen
ändert sich überhaupt nichts. Die Löhne in beiden Bäckereien steigen, das heißt, in beiden Bäckereien erhöhen sich die Preise. Also der Mindestlohn führt maximal zu einem leichten Anstieg des Preisniveaus, aber nicht zu mehr Konkursen. Also das ist einfach Schwachsinn. Selbstverständlich auch, dass wir in Deutschland bessere Löhne bekommen. Aber nicht um den Preis, dass viele Firmen... Ja, wir wollen, dass wir in Deutschland bessere Löhne bekommen, aber wir wollen keine Maßnahmen dazu ergreifen. Ich glaube, ich zeige euch in dem Zusammenhang mal die nächste Grafik. Die Einkommen der unteren 20% in der Bevölkerung sind von den 90ern bis in die 2010er Jahre überhaupt nicht gestiegen. Es werden riesiges Wirtschaftswachstum und nur die Einkommen der Reichsten sind relativ stark gestiegen. Die Einkommen der Ärmsten sind überhaupt nicht gestiegen. Das liegt daran, dass die niedrigen Löhne nicht gestiegen sind. Das ist politisch auch absolut so gewollt. Man hat, ihr seht das hier in dieser Grafik sogar, man hat durch die Agenda 2010 unter der Amtszeit von Gerhard Schröder die niedrigen Löhne extrem gedrückt bekommen, dadurch, dass man die Renten gekürzt hat, dadurch, dass man ja, Arbeitslose durch Hartz IV noch mehr unter Druck gesetzt hat. Dadurch hat man es wirklich geschafft, die niedrigen Löhne noch weiter zu drücken. Deswegen haben wir so, ja, so viel Erwerbsarmut. Deswegen haben wir so viele Menschen in Deutschland, die den ganzen Tag arbeiten, aber trotzdem dann noch mit Hartz IV aufstocken müssen. Und das könnte man beenden, wenn man den Mindestlohn anhöbe. Aber das will die AfD offensichtlich nicht. Also ihr seht, das Problem ist nicht, dass die hohen Löhne zu langsam gestiegen sind oder gar die Kapitaleinkommen. Also ich zeige euch nochmal die andere Grafik. Die Kapitaleinkommen sind wesentlich stärker gestiegen als die Löhne insgesamt. Das Problem ist, dass die niedrigen Löhne so gut wie überhaupt nicht gestiegen bzw. sogar leicht gesunken sind. Daran ersticken. Denn das bringt den Belegschaften dann keine besseren Löhne, das bringt ihnen Arbeitslosigkeit. Das ist Unsinn. Also wie gesagt, die Firmen können die höheren Kosten weitergeben. Also dieser Mindestlohn, den bezahlen alle Betriebe. Das heißt, ein Betrieb hat keinen Wettbewerbsvorteil dadurch, keinen Wettbewerbsnachteil dadurch, dass er jetzt Mindestlohn zahlt, denn der Nachbarbetrieb zahlt genauso Mindestlohn. An den Wettbewerbsbedingungen ändert sich überhaupt nichts. Oder man könnte sogar sagen, sie werden verbessert, da alle Betriebe jetzt diese Mindestlohnuntergrenze, diese höhere Mindestlohnuntergrenze haben. Für die Mindestlohnerfindung ist deshalb wirtschaftlicher Sachverstand erforderlich. Sie darf nicht Gegenstand einer Wahlkampfshow sein, wie sie Kanzler Scholz 2021 veranstaltet hat. Dieser wahlkampfbedingte Eingriff der Politik in die grundgesetzlich fest... Das ist völliger Schwachsinn. Also die Politik legt die ganze Zeit den Mindestlohn fest. In der Mindestlohnkommission sitzen sich Arbeitgebervertreter, Arbeitnehmervertreter gegenüber. Die Arbeitgebervertreter wollen logischerweise immer einen besonders niedrigen Mindestlohn, die Arbeitnehmervertreter einen besonders hohen Mindestlohn. Und dann sitzen da drei Vertreter, die noch von der Politik gestellt werden. Und diese drei Vertreter entscheiden letztlich darüber, ob der Mindestlohn stärker erhöht wird oder nicht. Das heißt, letztlich entscheidet die Bundesregierung. Der aktuellen Mindestlohnkommission, da hat die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld, das ist die Vorsitzende der Mindestlohnkommission, dafür gesorgt, dass der Mindestlohn nur auf 12,41 Euro erhöht wird. Wenn man dem Vorschlag der Gewerkschaften gefolgt wäre, wenn die SPD das also nicht blockiert hätte, dann hätten wir einen Mindestlohn von 14 Euro. Und dass die AfD das hier nicht kritisiert, sondern dass die AfD umgekehrt das komplett verschweigt und so tut, als wäre diese Erhöhung auf 12 Euro ein einmaliger Eingriff, was nicht der Fall ist. Die Politik legt die ganze Zeit den Mindestlohn fest, nur halt über den Umweg dieser bescheuerten Kommission, die man von mir aus auch ersatzlos abschaffen könnte. Dass die AfD hier jetzt so tut, als wäre das etwas völlig Neues, dass die Politik hier eingreift, dadurch streut sie den Leuten schlicht und ergreifend Sand in die Augen. Festgeschriebene Tarifautonomie darf sich keinesfalls wiederholen. Warte, der gesamte Mindestlohn ist doch schon ein Eingriff in die Tarifautonomie. Die Agenda 2010 war doch schon ein Eingriff in die Tarifautonomie. Die Politik greift andauernd in die Tarifautonomie ein. Der Staat ist ein riesengroßer Arbeitgeber und schließt eigene Tarifverträge. Der Staat könnte auch Tarifverträge für allgemeinverbindlich erklären, wie das beispielsweise in Frankreich geschieht. Das heißt, diese Tarifautonomie, die ist einfach nur ein geflügeltes Wort, wenn man ja zusätzliche Zugeständnisse an die Arbeiter verhindern will. Mindestlöhne ist ausschließlich die eigens dafür konzipierte Mindestlohnkommission zuständig. Erstmal, wie gesagt, mit der Tarifautonomie, das passt in dem Fall überhaupt nicht, da auch die Mindestlohnkommission in die Tarifautonomie eingreift. Und die Mindestlohnkommission, da entscheidet auch die Politik letztlich darüber, wie hoch der Mindestlohn dann ist. Wie gesagt, die Vertreter der Gewerkschaften, die wollen möglichst hohen Mindestlohn, die Vertreter der Unternehmen natürlich einen möglichst geringen Mindestlohn. Letztlich sind es dann die drei Vertreter, die Bundesregierung dahin schickt, die dann darüber entscheiden, ob der Mindestlohn stark angehoben wird oder nicht. Das heißt, dieses Argument, diese Mindestlohnkommission, die ist neutral, das ist völliger Bullshit. Das ist einfach falsch. In der die Überlegungen beider Seiten, nämlich von Gewerkschaften und Unternehmen, einfließen.
Beide Seiten orientieren sich dabei an der Tarifentwicklung. Und genau das ist auch sinnvoll, damit nicht bei jeder neuen Mindestlohn... Schauen wir uns doch mal die Tarifentwicklung an. Die Tariflöhne sind nämlich die, also schauen wir uns mal die gesamte Lohnentwicklung an. Jetzt nicht nur die Tariflöhne, sondern die gesamte Lohnentwicklung. Die Gesamtlohnentwicklung sah ungefähr so aus. Ich hatte euch die Grafik schon gezeigt. Die Unternehmensgewinne und die Kapitaleinkommen, die sind wesentlich stärker gestiegen als die Löhne. Das heißt, wenn man sich an der Tarifentwicklung orientiert, dann sorgt man dafür, dass der Mindestlohn deutlich zu schwach steigt, weil die Tariflöhne in Deutschland deutlich zu schwach steigen, beziehungsweise gestiegen sind in den letzten Jahrzehnten. Aktuell, während des aktuellen Preisschocks, haben wir einige Lohnabschlüsse, die mal etwas besser waren, aber angesichts der hohen Inflation kann sich davon auch niemand etwas kaufen. Erhöhung die Tarifstrukturen aus den Fugen geraten. Wenn Sie den Menschen also wirklich etwas Gutes tun wollen, drehen Sie nicht am Mindestlohn. Es gibt dafür ein viel probateres Mittel. Nehmen Sie der Regierung Geld weg, das diese ins Ausland überweisen will oder in den Fonds für die ruinöse Transformation stecken will. Dann sollen die Lohnsubventionen über Hartz IV hochgefahren werden, oder was fordert sie jetzt? Und erhöhen Sie mit diesem Geld den Steuergrundfreibetrag. Das lässt die Herzen aller. Ja, okay, davon profitieren niedrige Einkommen fast überhaupt nicht. Die bezahlen vielleicht ein paar hundert Euro Einkommenssteuer, wenn es hochkommt. Die profitieren viel eher von einem höheren Mindestlohn oder von der Senkung der Mehrwertsteuer. Also wenn man die Einkommenssteuer senkt, dann profitieren davon höhere Einkommen tatsächlich am meisten. Selbst wenn man die Freibeträge verschiebt, wovon ich ein absoluter Fan bin, also gerne die Freibeträge verschieben, da hätte ich überhaupt nichts gegen. Aber das macht bei niedrigen Einkommen sehr wenig aus. Das heißt, wenn man denen helfen will, dann muss man in erster Linie den Mindestlohn erhöhen. Arbeitenden Bürger höher schlagen, weil sie es am dickeren Portemonnaie spüren. Und sie werden das Geld auch wieder ausgeben und dadurch wirtschaftliches Wachstum bewirken. Unsere Wirtschaftsweisen jedenfalls meinen, dass zurzeit ausschließlich vom Konsum eine wirtschaftliche Belebung erfolgen kann. Und damit tun Sie den Beschäftigten. Warum meinen Sie das? Nun, weil es aktuell etwas höhere, also sehr zweifelhaft, ob es zu einer wirtschaftlichen Erholung kommt, aber warum meinen die Wirtschaftsweisen das? Eben weil wir Lohnwachstum aktuell von rund 4% im Vorjahresvergleich haben, weil wir aktuell ein deutlich stärkeres Lohnwachstum haben als die ganzen letzten anderthalb Jahrzehnte, also beziehungsweise die letzten zwei Jahrzehnte sogar. Wir hatten die letzten Jahrzehnte ein deutlich zu schwaches Lohnwachstum. Das hat sich jetzt während dieses Preisschocks, während wir so eine riesige Inflation hatten, etwas eingependelt. Da haben die Gewerkschaften mal kurzzeitig höhere Lohnzuwächse zugesetzt. Und selbst diese etwas höheren Lohnzuwächse, die bringen jetzt schon einige Ökonomen dazu, zu prognostizieren, dass dieser Konsum unsere Wirtschaft rettet, denn die Wirtschaft, die geht gerade in allen anderen Belangen bergab, die energieintensive Industrie stürzt ab, der Wohnungsbau stürzt ab, also es sieht gerade ziemlich düster aus, nur der Konsum hält sich gut, eben weil die Löhne erhöht wurden. Das zeigt ja, dass diese Forderung, dass diese Aussagen der AfD, Erhöhung des Mindestlohns schafft Arbeitslosigkeit, dass die völliger Schwachsinn sind. Und wovon hängt der Gewinn der Unternehmen ab? Der Gewinn der Unternehmen hängt davon ab, wie viel von ihren Produkten sie verkaufen können. Und das hängt davon ab, wie hoch die Nachfrage ist. Das heißt, höhere Löhne bedeuten eine höhere Nachfrage. Eine höhere Nachfrage heißt, die Unternehmen verkaufen mehr von ihren Produkten. Das heißt, die Unternehmen machen mehr Gewinne und stellen mehr Arbeiter an. Das heißt, ein höherer Mindestlohn verhindert Arbeitslosigkeit und schafft sie nicht. Gleich zweimal etwas Gutes. Vielen Dank. So, vielen Dank, würde ich sagen. Die AfD, ihr habt es gesehen, setzt sich dagegen ein, dass der Mindestlohn stärker erhöht wird. Sie streut den Leuten absolut Sand in die Augen, indem sie dieses politische Verfahren, also so eine Neutralität reindichtet, die da überhaupt nicht drin ist. Also die Mindestlohnkommission, die macht im Endeffekt auch das, was die Bundesregierung will. Das ergibt sich aus deren Zusammensetzung. Und also wieso macht die AfD das? Wieso erzählt sie euch nicht die Wahrheit? Wieso streut sie euch Sand in die Augen? Das kann sich jetzt zum Schluss jeder von euch selbst fragen. Vor allem, wieso spricht sie sich angesichts dieser Lohnentwicklung, die in dieser Grafik hier ganz klar sieht, dagegen aus, dass die Löhne der unteren, Einkommensschichten, dass die mal angehoben werden? Also warum spricht sie sich dagegen aus? Ja, wie gesagt, das kann sich zum Schluss jeder mal selbst fragen. Ich raide euch hier jetzt, glaube ich, noch auf einen anderen Kanal.